Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Endlich mal wieder. Ewig nicht mehr gevloggt und ihr dachtet bestimmt schon, ich lebe nicht mehr. Aber doch, mich gibt es noch. Ich habe nur die letzten 10 Tage in einer etwas anderen Welt, sage ich mal, verbracht, wo ich einfach keine Zeit hatte, irgendwas für YouTube zu machen. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich die letzten 10 Tage in Österreich war. Und da wieder bei einem Tennisturnier gearbeitet habe. Also ich habe ja im Juli war das, glaube ich, bei den Hamburg Open hier in Hamburg gearbeitet im Press- und Social Media Team und da ganz viele Leute kennengelernt, die eben auch das Turnier in Österreich oder genauer gesagt in Linz veranstalten. Und deswegen war ich da jetzt auch wieder dabei und war 10 Tage in Linz in Österreich und es war sehr cool, aber auch extrem anstrengend. Apropos anstrengend, mein Arm fällt ja auch gerade ab. Ich muss ihn mal hinsetzen. Kann ich meine Kamera abstellen? Ja, ihr balanciert jetzt auf meinem Wäscheständer. Ich habe mir hier gerade einen Tee gemacht. Vielleicht kann ich euch das gerade alles ein bisschen kurz mal erzählen. Also ich kannte das ja jetzt schon alles so ein bisschen aus Hamburg, wie so eine Turnierwoche abläuft. Und wusste schon, dass es nicht gerade unanstrengend wird. Da das Team jetzt aber in Österreich noch viel, viel kleiner war und ich auch viel mehr Verantwortung hatte und meine Position sozusagen ein bisschen höher war, war es dann doch nochmal deutlich anstrengender. Und bei so einem Turnier arbeitet man halt fast so gefühlt rund um die Uhr. Man steht halt sehr früh auf, man geht sehr spät abends ins Bett, man ist den ganzen Tag irgendwie in Action und ich habe mich halt um Social Media gekümmert, also ich habe super viel gepostet, ich habe Videos auch gemacht und geschnitten. Ich verlinke euch den Kanal oder die Instagram-Seite gerne mal unten in der Infobox, falls es irgendjemanden jetzt interessiert. Die Videos auf dem YouTube-Kanal, daran war ich zum Beispiel beteiligt und ja, also ich habe super viel am Handy und am Laptop verbracht, aber einfach hatte einfach keine Zeit, irgendwas für meine Kanäle zu machen, weil ich einfach so viel da am Posten war. Ach, heiß. Aber trotzdem, die Leute waren super cool. Das Team kannte ich zum Teil ja auch schon aus Hamburg und das macht schon sehr viel Spaß und das ist einfach super aufregend. Man ist viel mit den Spielern so in Kontakt und lernt die natürlich auch alle kennen und kann mit denen sprechen und ja, das ist schon sehr cool. Aber jetzt bin ich auch echt froh, dass ich wieder zu Hause bin. Also ich habe halt 10 Tage lang durchgearbeitet. Am letzten Tag, als ich zurückgeflogen bin, hatte ich noch einen Tag in Wien. Das war auch mega schön. Es waren zwar nur ein paar Stunden halt vorm Abflug, aber ich war noch nie in Wien und es hat mir mega gut gefallen. Da will ich auf jeden Fall noch mal hin. Und dann bin ich halt Montagabend ganz spät wiedergekommen und Dienstagmorgen musste ich direkt zur Arbeit, was wir wirklich lieben. Und heute ist endlich mein erster freier Tag und ich kann endlich mal wieder ein bisschen relaxen und ein bisschen ausschlafen und es war sehr herrlich. Also ich genieße es gerade einfach nichts zu tun. Ich wusste eben gar nicht so, was ich mit mir anfangen soll. Kennt ihr das, wenn man halt so lange keinen freien Tag hatte und dann hat man mal einen freien Tag und freut sich total drauf und dann sitzt man da so und denkt sich, was könnte ich jetzt machen? Aber deswegen dachte ich, ich vlogge heute mal, einfach weil ich auch Lust drauf hatte. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, ich glaube noch nicht, es gibt nämlich eigentlich ziemlich krasse Neuigkeiten, denn ich kann euch mal hier kurz zeigen, wie mein Wohnzimmer momentan aussieht. Wir haben ein bisschen umgeräumt. Ich habe nämlich eine neue Mitbewohnerin, nämlich meine Schwester ist vor ungefähr 2-3 Wochen bei mir eingezogen. Wir haben jetzt also eine Schwestern-WG, das ist jetzt nicht für immer, sondern erstmal nur für 3-4 Monate, weil sie hier ein Praktikum macht und weil ich ja hier genug Platz habe in meiner Wohnung, schläft sie jetzt bei mir, entweder hier, wir haben hier so ein kleines Bett gebaut, also da ist noch so ein Lattenrost runter, wir waren extra bei Ikea, haben so einen kleinen Ikea-Heu gemacht, oder sie schläft halt bei mir im Bett. Und ich finde das irgendwie ganz cool, weil dann ist man abends nicht alleine, wenn man nach Hause kommt, wir kochen dann zusammen und irgendwie ist es echt schön, also wir verstehen uns ja voll gut. Und ja, jetzt habe ich eine Mitbewohnerin und mein Schlafzimmer ist das absolute Chaos gerade, das kann ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Guckt euch das mal an. mein Bett ist nämlich übrigens immer noch kaputt. Achtet bitte nicht auf dieses Chaos, es ist nur übergangsweise. Hier ist auch noch ein Berg an Klamotten. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch einen kleinen Herbst-Haul machen. Vielleicht schaffe ich das in dem Video noch, dann mache ich das, sonst im nächsten. Und mein Bett ist ja immer noch kaputt.
Also die Matratze liegt hier auf dem Boden einfach. Ich war neulich im Baumarkt und habe hier Sachen gekauft, weil ich möchte es selber reparieren. Ich möchte mein Bett selber wieder hinbekommen. Ich werde ganz sicher kein neues Bett kaufen, weil ich habe das ja echt noch nicht so lange. Und meine Mission ist es jetzt, mein Bett selber wieder aufzubauen. Der erste Versuch ist schon mal gescheitert, weil ich probiert habe, was zu bohren. Es hat nicht geklappt. Aber mal gucken, vielleicht klappt jetzt meine neue Idee, die ich habe. Und was ich auch immer noch machen möchte, ist eine zweite Garderobe hier an die Wand bringen. Da hing schon eine, die ist aber abgefallen. Und jetzt habe ich hier, war ich schon sehr stolz auf mich, die Löcher so zugespachtelt. Und da muss ich jetzt neu wieder dran bohren. Gucken, ob ich das heute schaffe. Ich weiß es nicht. Ja, und sonst wird es heute, glaube ich, eher ein gemütlicher Tag. Es regnet draußen, es ist so richtig herbstlich. Was ich gerade aber eigentlich... Wow, warum bin ich so hell? Was ich gerade aber eigentlich ganz gut finde, weil kann ich mich hier ein bisschen einkuscheln und ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Am Laptop so ein paar E-Mails beantworten, die alle liegen geblieben sind. Backen möchte ich heute noch zum Sport und heute Abend gehen wir zu einem Poetry Slam in der Schanze. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich so, es zu essen. Endlich habe ich mein Porridge wieder. Lecker. Oh, ich liebe diesen Tag. Er ist so schön entspannt. Ich habe das jetzt echt gebraucht nach diesen anstrengenden 10 Tagen. Ich chille einfach nur die ganze Zeit auf dem Sofa und gucke Riverdale. Ich bin jetzt schon bei Staffel 3, bald durch. Und gerade kommt ja die 4. Staffel raus. Deswegen bin ich fast auf dem neuesten Stand. Das ist echt so durchgesucht und ich liebe diese Serie irgendwie. Leute, guckt euch mal an, was ich gerade geschafft habe. Ich habe es geschafft, die Garderobe anzubringen. Beziehungsweise so richtig geschafft habe ich es nicht. Ich habe ein bisschen gefailt, weil ich die Dübel irgendwie nicht so weit in die Wand gekriegt habe. Deswegen ist es jetzt nicht ganz an der Wand. Und ich weiß nicht, wie viel diese Garderobe jetzt aushält. Aber gerade hält es. Und die Jacken liegen nicht mehr auf dem Boden. Also immerhin. Ich habe mich noch nicht so ganz angefreundet mit dem Bohrer, aber naja, immerhin hängt das jetzt. So, nachdem ich jetzt erfolgreich meine Garderobe angebracht habe und auch meine Wäsche aufgehängt habe, habe ich mich jetzt in mein Sportoutfit geschmissen und werde eine Runde zum Sport gehen. Das habe ich nämlich auch total vermisst in den 10 Tagen. Man ist zwar schon viel in Action, man sitzt aber auch einfach sehr viel vorm PC und bewegt sich dann doch nicht so viel. Und deswegen freue ich mich jetzt, mal wieder ins Gym zu gehen. Also, ich bin zurück vom Sport. Ich fühle mich sehr gut, habe mich richtig schön ausgepowert. Meine Beine sind jetzt Pudding. Aber das Wetter ist gerade nochmal so schön geworden auf dem Rückweg. Ich habe das gerade richtig genossen auf meinem Fahrrad, weil jetzt scheint die Sonne, alle Wolken sind weg und es ist so richtig herbstlich und alle Bäume sind so richtig schön orange angestrahlt. Guck mal, wie es hier aus meinem Fenster aussieht. Sieht das nicht toll aus? So ist der Herbst schön. Und ich mache mir gerade noch schnell eine Kleinigkeit zu essen. Hier ein Avocado-Brot und noch ein Spiegelei. Weil es ist jetzt auch schon kurz nach 5 und um 7 wollen wir schon wieder was essen gehen in der Schanze vor dem Poetry Slam. Und ich koche hier auch noch gerade Linsen, weil wenn ich es schaffe, will ich gleich noch ein neues Rezept ausprobieren. So Cookie Dough, Schnitten, Brownies, was auch immer.
Und dafür braucht man Linsen. Ich habe es noch nicht, ich habe das noch nie vorher gemacht, aber ich bin mal gespannt. Oh, au. Und genau, dafür koche ich die jetzt gerade. Und duschen muss ich gleich auch noch. Aber jetzt gibt es erstmal eine Kleinigkeit zu essen. So, ein kleines Mini-Lunch. Ich hoffe, er versteht mich trotzdem, obwohl die Waschmaschine gerade läuft. Aber bevor ich jetzt losfahre, probiere ich noch schnell mich an diese Cookie-Do-Brownies. Und die sollen am Ende ungefähr so aussehen. Und dafür packe ich die Linsen, die ich hier gekocht habe, zusammen mit Hanfsamen. Die sind von Koro. Und Kokosmehl, Mandelmehl, Kokosöl. Dann nehme ich diesen braunen Zucker von Xuka, also aus Xylit. Und die Schokodrops auch von Xuka. Und das wird dann sozusagen in zwei Teile geteilt. Und in die eine Hälfte kommt noch Kakaopulver rein und die anderen halt die Schokodrops. Und das probiere ich. Tada, wer ist da? Meine Mitbewohnerin! Ja, Mann! Anni, fällt dir gar nichts auf im Flur? Ui! Aber ich habe ein bisschen gefailt, weil ich habe den Dübel nicht ganz in die Wand gekriegt. Deswegen ist es jetzt nur so halb dran. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, mehr als so darf da nicht dran. Aber ich war sehr stolz. Ich liebe es, wenn... Ja, ich habe es nicht so ganz hinbekommen. Wie war es bei der Arbeit? Natürlich gekocht, aber zusammen. Okay. So, das sind die Linsen zusammengemixt mit den Hanfsamen. Also so richtig schön klein gemixt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Pampe geworden. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das gleich so ein nicer Cookie-Do wird. Und da kommt jetzt Kokosöl mit dazu, dass ich hier gerade schmilze. Hier sind die zwei Teige und die schmecken so unfassbar gut. Also es schmeckt wirklich wie richtiger Cookie-Do. Also das mit den Linsen und Hanfsamen hätte ich nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Und jetzt mache ich erst das in eine Form auf dem Boden und das da drauf und dann kommt das in den Kühlschrank. Und ich glaube, es wird mega lecker schmecken. Von der Charlotte, die gerade den Vlog schneidet und der gerade aufgefallen ist, dass ich überhaupt kein Ende für diesen Vlog gefilmt habe. Denn es gab noch einen kleinen Fail. Wir wollten ja eigentlich zu dem Poetry Slam gehen. Als wir da ankamen, war der Laden aber komplett voll. Also es gab einfach keine Sitzplätze mehr und die haben auch gar keinen mehr reingelassen. Und deswegen hat sich das dann erledigt mit dem Poetry Slam. Wir haben uns dann einfach noch ein bisschen in die Sofabar in der Schanze gesetzt, also haben einfach da noch ein bisschen gequatscht und sind nach Hause gefahren und dann ins Bett. Also wurde aus dem Poetry Slam leider nichts, das wollen wir aber nachholen, aber in Hamburg sind ja eh dauernd Poetry Slams, also da gibt es noch genug Möglichkeiten. Aber ich finde es immer mega cool, da hinzugehen, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich echt gefreut. Diese Poetry Slams von Kampf der Künste, heißt diese Organisation, sind immer mega cool. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, der Vlog mal wieder. Mir hat es irgendwie voll Spaß gemacht, mal wieder zu vloggen. Ich will unbedingt wieder mehr vloggen. Und ja, ich glaube, ich habe genug geredet in dem Vlog. Falls euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ich lade den Vlog jetzt hoch. Bis zum nächsten Video. Tschüss!